Mindener Tageblatt. Bei einem schweren Unfall am Mittwochnachmittag auf der L770 ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich um einen 49-Jährigen aus Hille. Der Mann ist gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto auf der L770 in Höhe der Ausfahrt Wegholm in den Gegenverkehr geraten und mit einem LKW zusammengestoßen. Der PKW-Fahrer war in Richtung Espelkamp unterwegs. Warum er in den Gegenverkehr geriet, ist bislang noch unklar. Der LKW-Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Mindener Klinikum gebracht. Die L770 wurde bis etwa 20 Uhr voll gesperrt. Die Feuerwehr unter Leitung von Stadtbrandmeister Karl Jungkurt war mit etwa 35 Leuten im Einsatz. Dazu zählten die Löschgruppen Friedewalde, Petershagen und Bierde.